Zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus kam es in der Nacht zum Montag in der Ringstraße in Hockenheim. Die Leitstelle teilte mit, dass der Anrufer bereits Flammen und eine Rauchentwicklung festgestellt hat. Und wir sind dann mit dem Löschzug die Einsatzstelle hier angefahren. Ja, bei Eintreffen war dann tatsächlich eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss feststellbar. Die Nachbarn teilten mit, dass das Gebäude unbewohnt sei. Und der Angriffstrupp ist dann im Rahmen eines Innenangriffs ins erste Obergeschoss vorgedrungen, hat die Brandbekämpfung eingeleitet und gleichzeitig ist auch ein zweiter Trupp über eine Leiter ins erste Obergeschoss in den Brandraum eingedrungen und hat ebenfalls die Brandbekämpfung vorgenommen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Feuer ist in einer Küche ausgebrochen und soll nach bisherigen Erkenntnissen auf einen technischen Defekt eines elektrischen Gerätes zurückzuführen sein. Ein angrenzendes Nachbargebäude musste von der Feuerwehr belüftet werden, da Rauch ins Gebäude gezogen ist. Nach Angaben der Polizei soll ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden sein.